Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Video, und zwar in der Reihe Let's stell mir Aufgaben und ich löse sie. Und heute haben wir eine nette Klasse von lieben Typen, dessen Namen ich mir leider nicht merken konnte. Es tut mir an der Stelle leid. Deswegen bin ich auch gerade mal so sozial, nehmen wir mal ein Mikrofon mit und jetzt rennen wir gemeinsam zu meinem PC, damit ich mal ganz kurz gucken kann, von wem das dann auch ist, weil ich finde, das ist nur fair zu erwähnen, von wem das ist, weil das ist, ne, finde ich so super und so. So, da. Jetzt gucken wir uns das kurz an. Und da, neue Aufgabe, da. Scorpion mit Schnellfeuer, Vollmantel und erweitert Magazin. Perks und alles andere ist egal. Und ich soll viel Spaß haben. Und das Ganze ist vom Eric Muradjan. Genau. Dankeschön für diese Klasse. Und das ist vorweg gesagt schon mal, ich glaube, bisherhin meine schwerste Aufgabe in dieser Serie. Scorpion, genauso wie sie da gerade erwähnt wurde, so zu spielen, dass ich glaube, das fällt mir persönlich schwerer als meisten anderen Leuten, weil generell ich Scorpion nicht mag. Und dann mit Schnellfeuer ist dieses Rückstoß, das ist einfach die Klasse, wird es nämlich sein. Als andere kann ich mich selber auswählen. Das Schnellfeuer, das macht so viel kaputt, guckt euch das mal an. Hier, die Scorpion wird Feuerrate voll hochgepowert. Das ist auf nahe Distanz, also ein ganz nahe Distanz, ist das ein übermächtiger, total noobiger Kack-Vorteil. Und auf weite Distanz kriegst du gar nichts gebacken. Reichweite 2, da kannst du Brötchen backen gehen. Mehr kriegst du damit auch nicht hin. So, und das sind die anderen Sachen, die ich auf die Scorpion machen wollte. Natürlich in Dia getarnt. Die Perks habe ich so gewählt, da Zähigkeit ich immer drin habe. Gewandtheit finde ich ganz gut, wenn man dann da so gerade bei Sprinten ist und dann schnell wieder ziehen kann. Leichtgewicht, damit ich mich 7% schneller bewegen kann. C4, weil C4 ist das Beste. Und Detect, weil ich sie gerade gerne suchten werde. Ich habe sie zwar erst so weit, aber irgendwie schon viele Kills damit, dass es schwer mit der Volltreffer zu machen. So. Und jetzt joinen wir auch in einem Frei für alle rein und legen gleich mal los mit. Ja. Folge 3. Ja. 3. Ich glaube, wir joinen in ein Spiel rein. Das heißt, wenn das schon soweit ist, dann ist das, nehme ich das jetzt als Übung mit in dieses Video. Weil, wie gesagt, ich fange eigentlich nur von vorne an, damit das auch richtig fair bleibt. Das haben wir von Anfang an so durchgezogen und das werden wir auch so, denke ich mal, weitermachen. So. Slums. Panama City. Panama. Oh, es geht los. Okay. Oh, das sind Deutsche. Ich will dem Deutschen zuhören. Darf ich das? Darf ich den benutzen in meinem Video? Oh, machen wir mal, ne? Mal sehen, ob das chillig ist. So, meine Punkteserie sieht ihr rechts. Ich glaube, die nehme ich immer so in etwa. Ich hatte einen. Ah, ich höre Leute überall. Fuck it, ey. Okay. Da fängt schon an. Da fängt es schon an. Da kommt jetzt hier gleich. Da. Hm, da fängt schon an. Das ist der Hyper-Skiller, der. Glaubt's auch nicht. Guckt euch diesen scheiß Rückschuss an. 0-3, ey. Digga, Leute, ey. Da ist er wieder. Alter. Ich kann nur immer so zweimal schießen, dann bin ich tot. Alter. Okay, 1-5 ist schon mal sehr gut. Wie ich in dieser kurzen Zeit 5 Tote gemacht habe, das ja, ist natürlich einfach nur einmalig. Auf Deutsch gesagt habe ich recht. Ey, ich habe einen Kill aus solcher Entfernung. Okay, ich glaube, ich brauche eine neue Taktik. Okay, auf den Boden zielen, denn. Alter, wie unfair diese Waffe im Nahkampf ist und wie scheiße einfach ein bisschen weiter weg schon. Ich muss auf den Boden ziehen, damit der das dann irgendwann da auf den Gegner ankommt, weil ich den Rückschuss einfach nicht hinkriege. Und das lag gar nicht in der Leitung. Ich hab den auf den voll geballert, der hat nicht mehr Hitmarker bekommen. So, okay, jetzt aber erstmal ein bisschen wieder einkriegen und wir müssen ja gewinnen, das ist unser Ziel. Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Jawohl. Oh, den kriege ich von hier aus nicht. Ja, sind wir. Nein, natürlich nicht. Oh Gott, ey. Ich kriege nicht mal meine Drohne hier. Also, ich habe die Scorpion so gespielt. Ohne Schnellfeuer ist die gar nicht so scheiße. Aber mit Schnellfeuer, das finde ich lustig. Aber die Klasse ist eine gute gewählte und eine gut gewählte Aufgabe. Zum Testen. Oh, was ist das für eine? Leute, die in diesem Brunnen kennen, gehören weggesperrt. Genauso wie der Typ. Alter. Weißt du, das sind ja weitere Magazine und die sind einfach so schnell alle. Das ist einfach so heftig. 42 Schuss. Gebt euch das mal, wie schnell die weg sind. Wenn ich hier den Gegner finde.
Hallo? Gegner? Gegner? Hallo? Da! 42 Schüsse innerhalb von wenigen Sekunden weg. Schon wieder 42 Schuss, ich brauche mehr 42 Schuss, um den Gegner zu kriegen. Okay, das ist auch Teil Intent Schuld, aber das ist eher das Schnellfeuer. Das ist einfach nur. Ah, Wächter. Nee, geschützt, noch schlimmer. Da lag die Peacekeeper, oh mein Gott. Ich finde die so geil, ne? Ich habe die auf Level 6 oder so. Oh, das Geschütz, ne? Diese Leute, der Typ da hinten regt mich auf, weil ich das schon mal erwähnt. Boah, bin ich schlecht. Alter! 10 zu 15, neuer, besser als ich erwartete. Ja, ich wollte nur mal kurz sagen, dass als letztes Mal gilt als verloren. Weil, ich habe natürlich, also es hat keiner geschrieben, ob ihr das verloren oder gewonnen, ob ihr das duldet oder ob es okay ist. Es ist einfach verloren, weil ich bin einfach nicht Erster geworden, das ist so. Und das ist natürlich klar, dass ich dann auch verlieren habe. Das heißt 1-1 bis hierhin und heute wahrscheinlich dann 2-1 für die Niederlagen. Aber ihr müsst auch Klassen schicken, die können immer wieder schön Klassen unterschreiben. Ich liebe es, ihr macht schöne Klassen. Aber ihr müsst aber auch Klassen unterschreiben, wo ich auch mit gewinnen kann. Also wenn da jemand kommt, RPG, ja, nee, das geht nicht. Ich höre einen, oh Gott, 10 zu 18, ey. Diese Waffe ist echt, das ist ein Krampf mit Schnellfeuer. Guckt euch das an, 42, okay, minus 13, aber trotzdem, ey, die sprayen, ich schieße einmal, das geht rundherum überall hin, aber nur nicht auf den Gegner. Das, ich schieße leider ein bisschen mehr mit der Waffe. Ich glaube, ich spiele mit der Waffe, ich glaube, da habe ich mehr Chancen. Und scheiß 10 Kills ist nichts. So. Gucken, was hier jetzt abgeht. Mal kurz gucken. Digga, die sind immer da, wo ich gerade nicht bin. Aber diese Waffe ist viel geiler als die Scorpion. Also meines Erachtens ist die Tech viel geiler als die Scorpion. Oh, auf weite Distanz ist die Tech 45 besser als die Scorpion, auch scheiße. Okay, ganz ruhig. Oh, erst mir eine Schockladung. Gucken wir uns den Typen mal an. Oh, das ist ja, oh, da war ja ein Edero, das muss ich killen. Alter. Das, die einzigen Leute, die das Video noch retten können von der Lust, von irgendwelcher Qualität her, weil Skills ist anscheinend nicht da, sind die Typen, die in der Lobby reden, aber irgendwie labern die nur Scheiße oder gar nichts. Langweilig. Komm, mach mal was Lustiges. Sag mal was Lustiges. Von hinten. Ja, okay, war schon ein bisschen lustig. Alter, diese Waffe ist. Ha! Geil. Okay, jetzt wäre es langsam doch ein bisschen lustiger, was die labern. Sieh hier. Hä? Ich töte den so Killkämpfer. Oh! Feindliche Drohnen, ja sicher. Ich krieg den nicht mit dieser scheiß Skorpion. Alexis online, alles klar. Interessant. Jawoll, so läuft das. Oh, Digga, ey. Auf mittlere Distanz, wo ich eigentlich mit der Waffe noch locker killen kann, geht gar nichts mehr mit der Scorpion. Da muss man so nach unten drücken, als wenn man so machen will, ey. Scorpion. Ich hatte das bis jetzt noch nicht realisiert, aber die Feuerrate ist. Alter. Der Rückschuss, das ist einfach nur heftig. Jo, Digga, ja, voll, ey. Was hast du denn für Probleme? Die hat den Film so. Du warst genau neben, hast du mich nicht gesehen? Nö. Alter. 19 zu 30 Tode. 30 Tode. Gebt euch das mal. 31 Tode. Na.
Freude. Oh, ein Schrotflinten-Noob. Die Drohne ist mir jetzt auch noch scheißegal, ohne Scheiß. Yay, gewonnen. Na, fast. Ja, nee, ne. Na, guck mal, was er gemacht hat. Der Bass-Styler. Stylets. Oha. Alter, sowas hätte ich nicht gekonnt. Endlich nicht. Alter, locker aus der Hüfte. Jojo. Gesunde Mischung. So. Alles klar. Challenge not bestanden. Okay, also. Ein schönes 32 Todefreifall. Das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gehabt. Kampfhistorie konnte ich. Nee, ist nicht gesunken. Okay, immerhin. So, ich muss mir auch die Skorpion jetzt ein bisschen hochspielen, aber. So, ich will jetzt mal. Warte, wie lange ist dieses Video? Das müsste. In der Theorie müsste das jetzt. Noch nicht so lange sein, dass ich nicht noch kurz eine Runde hinten dranhängen kann. Aber ich möchte die ganz kurz ausprobieren mit langer Lauf. Vordergriff. Und. Schafft. So, ich will jetzt kurz eine Runde noch, nur mal ganz kurz, muss ja keine ganze Runde sein, auf der gleichen Map mit den gleichen Gegnern, will ich nur kurz gucken, ob man dadurch was ändern kann. So, und ich muss noch mal kurz mich vergewissern, dass das Video nicht zu lang wird. So, vergewissert, 11 Minuten sind noch nicht lang genug. Beziehungsweise nicht lang, zu lang, genau so heißt es. So, wir sind noch mal auf Slums, Panama. Frei für alle. Und hoffentlich läuft es jetzt ein bisschen besser, Mann. So. Alles klar, jetzt bin ich wieder bereit. Und jetzt lass mal gucken, ob das eben noch mal verkackten Skills lag. Komplett. Oder ob es vielleicht doch ein bisschen ein Schneefall lag. Also jedenfalls Eric, Manu, Jack, superklasse, echt. Gute Herausforderung, das hätte man schaffen. Hätte man schaffen können, aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Also die Klasse war super. Genau solche Klassen bitte schreiben. Ihr könnt natürlich nicht wissen, dass ich diese Klasse überhaupt nicht mochte. So, und bitte genau solche Klassen in die Kommentare schreiben. Sowas ist richtig notwendig. Das hat richtig Bock. Ich höre einen Sniper. Digga, wo kam der Sniper? Ich habe den nicht gesehen. Der war hinter mir? Glaub das nicht. Ich glaube, der Rückschuss ist ein bisschen weniger geworden. Fuck, aber trotzdem noch nicht wenig genug bei der Skorpion. Hey, da war keiner. Was war das denn gerade? Oh, letzte Kugel, ey, das ist. Nicht mal feierlich. Okay, ganz ruhig. Aber ich habe eine Drohne, das ist schon mal relativ wichtig. So, ich weiß, dass aber hier gerade ein paar Gegner rumirren, kann man natürlich nicht sagen. Aber rumquirren kann man sagen. Okay, eine mal noch gekriegt, das ist natürlich eine Rate, die ich. Naja. Hä? Da war ein Gegner. Hä? Unlogisch. Es sei denn, der hat mit Ghost gespielt, aber nee, hier ist doch keiner. So ein Nubchen spielt mit Ghost. Nein, ist mal keiner. Endlich kriegt man die auf mittlere Distanz wieder, ey. Aber es geht nur mit langer Lauf im Vordergriff. Das ist schön. Aber dann kann man das machen, so ein bisschen. Naja, was sagt man? Eindämmen, diesen Rückstoß. Einen Rückstoß. Na, den bummst du mir vor. Ha! Ich liebe C4. So, den nochmal wegmachen. Also, meine KD tut Schnellfeuer auf Skorpion nicht gut. Hat man ja eben gesehen. Irgendwie 13 Tote mehr als Kills, Alter. Das will ich mal ganz kurz angucken. Nice Quickscope. Muss man schon mal sagen, ne? Jetzt muss man nur nochmal stehen. Okay, MP7 ist natürlich stärker als Skorpion. Also
Also ich persönlich sehe das so, aber wie viele meinen ja, die wäre jetzt überpowered. Also auf nahe Distanz gebe ich zu, aber auf weite Distanz muss man wirklich zusehen, dass man mit einem Rückschuss zurechtkommt. Vor allem mit Schnellfeuer drauf, ey. Das ist echt auf immer wieder aufs Neue eine Qual, ein Krampf. Eine Leidensphase ist mit Schnellfeuer buchstäblich. Versucht das mal aus. Da muss man, denke ich mal, richtig lange trainieren, damit man das unter Kontrolle bekommt. Und ich habe zum ersten Mal mit Schnellfeuer gespielt. Fuck. Ich überlege mal gerade die ganze Zeit, was könnte man noch als Klassen nehmen, weil irgendwann vielleicht mache ich mir selber nochmal Challenges, die ich mir selber gestellt habe, schon länger, falls keiner eine Klasse schreibt. Aber natürlich schreibt ihr hoffentlich weiter in Klassen. Ich möchte das, nämlich auch eure natürlich. Immer schön Klassen schreiben. Immer schön. Ich liebe eure Ideen, das ist echt geil. Gut, wie ihr damit macht übrigens, da muss ich mich bei euch mal bedanken. Oh, da ist einer. C4 versuchen. Super, Aiming. Jawoll, und der Headshot gleich für diese Waffe, das ist natürlich super. Schade, hätte ich den noch bekommen, dann wäre das ein relativ geiler Feed gewesen, wie man das nennt. Nicht Feed nennt man das gar nicht, wie nennt man das? Clip einfach. Clip ist okay. Nachladen und drehen. Oh, C4, ganz gut gemacht. Okay, wenn man so umsieht, dann ist natürlich nur wie mit C4, weil es macht einfach so viel Spaß. Naja, wenn man trifft. Sprayer for the Wind, dachte ich gerade, aber irgendwie habe ich Sprayer for the Loose. So, der ist schon mal weg. Der auch. Äh, 28-17 ist natürlich ein bisschen besser. Auch wenn ich Scorpion überhaupt nicht mag, das sieht man wahrscheinlich hier gerade an meiner Spielart. Ich bin noch ein bisschen. Ich wasche nur noch durch, jetzt ich will das nur zu Ende bringen als eben hier. Weil ich mag die gar nicht so. Ich habe nicht so viel Spaß an der Waffe. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber es ist einfach so. Ja, ich meine, ich habe die auch nur auf Gott gemacht, um die MPs auf die hier zu haben. Sonst ich fühle gar nichts bei der Waffe. Kann man so sagen, denke ich mal. Oh Mann, jetzt Arsch rennt auch nicht weg von mir. Wenn du mich jetzt noch killen würdest. Das war gerade noch die letzte Reichweite, wo man das Scorpion okay ist. Whee! Wäre viel lustiger gewesen, wenn da jetzt reingekommen wäre. Whee! Und da haben wir Sniper? Nee, haben wir natürlich nicht, weil ich diese Klasse 2 genommen habe. Na dann, dann nehmen wir mal die Waffe, weil ich finde die eh viel cooler. Hey, was? Ja, super. Okay, jetzt versorge ich mir meine KD, jetzt muss ich mir mal richtig. Habt ihr das gerade gesehen? Okay, ich versorge mir gerade meine KD, ich habe irgendwie 5 Tode unnötig bekommen gerade. Na gut, dann machen wir es mal richtig wieder. Naja, aber das war jetzt kein großes Ding, das zu gewinnen, aber mit Schnellfeuer, nee. Also die Klasse war super, die Schnellfeuer hat das echt unmöglich gemacht, also nein, echt schwer gemacht, Entschuldigung, unmöglich war das natürlich nicht, ist mal möglich, genau wie das möglich war, aber das hat einfach, ich hätte ein bisschen mehr mit dem Rückschuss trainieren müssen, glaube ich, also das war eher meine Schuld. Na gut, ich wünsche ihr schickt mir noch mehr Klassen in Form eines Kommentares unter dieses Videos, nur falls auch per PN, ist mir egal, wenn ihr es euch kompliziert machen wollt, und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend, Tag oder was auch immer ihr gerade so habt, und dann sehen wir uns aber wieder im nächsten Video, bis dann, tschüss!